Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for Mayor, the rock slave. Yo, 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 Shifties on the Street, Freunde. Heute habe ich etwas ganz Besonderes vor. Und zwar will ich nach Grünheide, Digga, zum Tesla Giga Factory Work, Alter, was neu gebaut wird. Und ja, Freunde, wir sind hier gerade noch irgendwo in Nähe Zeuthen. Ja, Digga, voll der geile Ausblick. Und wir fahren jetzt, wie gesagt, gleich los, Freunde. Und guck mal, wie es da aussieht auf der riesigen Baustelle. Und ja, hier genießen einige das Wetter. Ab und zu ein paar Biker, weil der Ausblick ist auch ziemlich fett, Digga. Und es ist heute auch ziemlich warm. Es ist Samstag, Digga, es sind 26 Grad. Also am liebsten wird man hier direkt reinspringen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zur Factory. So, wir sind jetzt unterwegs. Moin, Digga. Da war wieder das schlimme Wort. Mir ist aufgefallen, Leute, dass ich dieses Wort in meinen Videos sehr oft sage. Ich versuche es weniger anzuwenden. Nur im äußersten Notfall werde ich es jetzt noch anwenden, Freunde. So, ich muss mir mal schnell das Navi anhauen, weil ich habe aus Kopf nicht so die Peilung, wo ich hin muss. Nur ungefähr die Richtung. So, jetzt ist schon Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg, Freunde. Route. Alter, hier bloß Edge-Verbindung. Das kann noch ein bisschen dauern, Digga. Ah, jetzt hat er's. Ich meine, wir sind hier in der Nähe von Berlin, aber Internet empfangen, ach, braucht man nicht. Braucht man nicht. So, Leute, 20 Minuten. Ja, ich hab Bock. Wetter ist wie immer perfekt, Alter. Und es ist heute auch echt sehr sonnig, wir haben kaum Wolken am Himmel. Und ja, das macht halt umso mehr Spaß. Und ich habe heute mal wieder was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich heute auf meiner Kamera einen ND-Filter auf der Linse. Und die Sonne quasi wie eine Sonnenbrille für eine Kamera, Leute. Und ich bin mal gespannt, ob ihr einen Unterschied zu den alten Videos von mir seht. Oder ob es so wie immer aussieht, Bruder. Aber ich glaube, ich kenne den Unterschied. Ihr müsst mal darauf achten, ob ihr einen merkt. Und ja, also Freunde, ja, da habe ich mich mal ein bisschen ausprobiert und ja, ich will halt versuchen, immer mehr Qualität, immer bessere Qualitäten in meine Videos zu bekommen. Und deswegen beschäftige ich mich hart mit diesem Thema. Und ja, das ist, denke ich mal, eine gute Sache. So, Freunde, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Das technische Gelaber lassen wir mal komplett weg. Wir fahren jetzt zu Elon Musk Gigafactory und schauen mal, was da los ist. Es wird wahrscheinlich ein riesiges Gelände sein und wahrscheinlich wird man da auch so gut wie nirgendwo rankommen. Aber vielleicht haben wir Glück und finden da irgendeine Möglichkeit und wir sind ja auch nicht gezwungen, auf dem Sattel zu bleiben von der guten, dicken, alten Bertha. Sondern wir können ja auch absteigen und unsere Quanten benutzen und mal ein bisschen da über das Gelände latschen und jo. Bin gespannt, Freunde. Ja, Leute, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Thema Tesla noch nie großartig beschäftigt. Klar hat man sich die Modelle mal angeguckt und klar hat man mal ein Review über YouTube geguckt, Digga, oder sich ein bisschen damit befasst. Aber jetzt sage niemand, also nicht intensiv, dass ich sage, yo, das Ding hat so und so viel Leistung und das musst du so lange aufladen, bla bla bla, bla bla bla. Was ich nur mal gesehen habe, ist, dass es halt wirklich ein geiles Auto ist oder geile Fahrzeuge sind. Und ja, die haben da echt Potenzial, weit nach oben zu steigen. Es ist schon eine sehr, sehr geile Marke geworden, aber ich glaube, das wird sich noch krasser etablieren über die Jahre hinweg gesehen und vielleicht, Leute, da hätte ich ja mal Bock drauf, weil es wird uns Motorradfahrer auch immer betreffen, dass wir auf Akku wechseln müssen oder eine andere Verbrennungstechnik nutzen, wie zum Beispiel Wasserstoff, weil es auf Dauer halt keine Lösung mehr sein wird. Der klassische Verbrenner, sage ich mal, mit Benzin, Diesel. Und vielleicht haut Tesla ja irgendwann mal auch Elektromopeds raus. Also da würde ich mich drauf sehen. Wenn die so abgespaced sind, Digga, und oh, das wäre schon eine geile Sache, Freunde.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, heute ist ein schöner Tag, Freunde. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich auch total. Und die Idee kam mir letztens zufällig, muss ich euch sagen. Weil ich habe, wie gesagt, ihr habt ja mitgekriegt. Ja, das heißt, wie gesagt, ihr habt ja mitgekriegt, ich bin neu auf YouTube. Ich habe jetzt, sage ich mal, erst ein paar Videos hochgeladen. Und da überlegt man natürlich auch, Bruder und Schwester, was mache ich für einen Content? Und ich komme ja hier aus der Region südliches Berlin, ist aber Brandenburg, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, worauf wollte ich hinaus? Achso, genau, und da fiel mir plötzlich ein, letztens irgendwie durch Zufall, als ich Elon gesehen habe im Fernsehen wieder, der war ja jetzt hier in Brandenburg. Bruder, fahr doch mal dahin. mach doch mal ein Video von dem Gelände. Digga, er ist der beste Mann der Welt. Er hat einen Bauarbeiterhelm angehabt und eine Atzenbrille. Auf seiner Simme, Digga, Legende. Ja, und fahr doch. Ich schweife schon wieder ab, Leute. Ja, und fahr doch mal zu dem Gelände und guck dir den Scheiß da einfach mal an. Und hau mal ein Video raus. Ich denke mal, das ist ein Thema, was vielleicht auch interessant sein könnte. Moin, Digga, sorry. Zu spät gesehen, den Kumpel. Und ja, ich hab Bock. Ich würde mir das echt gerne mal ansehen. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Und machen mal Luschi Luschi. Digga, hast du denn für ein krasses Dach? So, meine Lieben. Noch 10 Minuten. Recordet der Aal überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht geprüft, Alter. Wahrscheinlich keine Aufnahme nachher am Kasten. Begründung, Shifty ist zu dämlich. Anwender ist zu behindert. Ach, Mann, ey. Grüß dich. Naja, geh mal kurz dran. Noch 8 Minuten, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ey, ich hätte so Bock, Leute, wenn da jetzt wirklich zufälligerweise Elon rumrennt und, keine Ahnung, sich nochmal ganz in Ruhe ohne Bauarbeiter was ansehen wollte oder so. Das würde ich fühlen. So, ich habe jetzt hier mal Bock, irgendwie zu überholen. Aber vorher kommt noch der vernünftige Gruß, ja, Mann. Und jetzt können wir. Einfach nur herrlich. Oh, Digga, einfach nur herrlich. So, noch 7 Minuten. Ja, das sieht gut aus. Ich sehe da hinten ein offenes Zeichen, Alter. Das kam jetzt unerwartet. Platz. Da macht sogar der M5 Platz, Alter. Motorräder haben halt eine geile Aura. Es ist auch endlich, Digga. Alter, jetzt haben wir auch mal ein bisschen einen auf MotoGP gemacht hier, ey. Ach, heute ist es irgendwie windig, ey. Also das waren gerade bei 230 unangenehme Gefühle, die ich hatte. Und der Ton ist wahrscheinlich auch dieses andere zerruppt. Aber Freunde, damit müsst ihr nun mal leben. Man muss ja hier auch mal seine Werte ausfahren. Man muss sich auch mal ausfahren. Guck mal, Leute, da ist es schon. Wir sind da. Guck mal, wie schnell es jetzt ging. Freunde, ich präsentiere euch den Rohbau der Gigafactory von Tesla. Digga, Alter. Hier ist 50.30 Uhr, Bruder. Und ja, Freunde, wir werden jetzt hier mal kurz einfach mal längs fahren und dann mal aufs Gelände rauf. Und der fährt schon ein weißer Tesla, Digga. Ey, krass, Alter, wie groß es hier einfach ist. Einfach heftig. Digga, die hatten das gleich vor wie ich. Alter, ist das ein Gelände, Freunde. Ihr müsst euch vorstellen, die waren alles voller Bäume. Wie haben die das denn gemacht? Alter. Oh.
Allein das Vorbereiten dieses Geländes ist wahrscheinlich schon so abnormal heftig und intensiv, was es einfach an Arbeitsleistung betrifft. Digga, Sprachfehler ist da. Ja, wir fahren jetzt mal kurz ein Stück weiter, drehen um, Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo reinkommen. So, geil, da kommt ein Kreisverkehr, dann drehen wir da nämlich gleich. Lalala, lalala. So, hier ist 30, also halten wir uns auch mal dran. Obwohl es echt schwer fällt bei dieser Straße. Ach, Freunde, schaut es euch an. Es ist so groß. Was das an Arbeitsleistung bedarf, Alter, es ist unglaublich. Hier die Fotografen, Digga. Aber guck mal hier, hier ist die Autobahn, Auf- und Abfahrt. Also was willst du da machen, Digga? Was ist das für eine krasse Lage hier? So, Leute, Achtung Baustelle. Ich weiß, wir dürfen hier bestimmt nicht sein, aber ich fahre jetzt trotzdem mal hier längs. Da vorne ist einer, ich frage dich mal, ob ich hier langfahren darf. Wahrscheinlich nicht. Darf ich nicht lang, wa? Schade. Ja, ich wollte mal hier gucken. Kann ich leider nicht gucken. Okay, schade, kein Problem. Aber der Wille war da. Der Wille war da. Ja, ist, ja, ist eine gute Straße. Ja. Aber schon krass, wie groß das Gelände auch ist hier, ey. Ja, hat sich eigentlich verändert. Wann? Von hier? Ja, nach der Nähe, ja. KW, Wildau da, die Ecke. Wisst ihr, wann es hier fertig sein soll? Kann ich keine Informationen nehmen. Kannst du, der Elon Musk, der hat ja ein Video gedreht oder ja, eine Presse gegeben und da steht, er sagt so ein jetzt. Ja. Ich kick dir bei YouTube ein bisschen rein. Okay, cool. Kann dir halt nicht sagen. Der war die Woche hier, oder? Letzte. Letzte Woche. Habt ihr den gesehen, Neva? Habt ihr gesehen? Ich war ein Beschützer. Und ist ja cool drauf, ja, aber. Ja. Soweit ich beurteilen kann, ich hatte nicht viel. Ja, ja. Aber soweit. Ganz nett. Okay, ja, cool. Ja, super, ne, ja, danke ich dir. Dann habt noch ein schönes Wochenende. Ja, danke schön. Kawasaki ist das Z1000, ja. Wo bist du eigentlich jetzt angefahren, überall? Auch hier, überall. Ich kam jetzt aus Zeuthen da die Ecke und jetzt einfach hier in die Richtung. Ich wollte mal hier ein bisschen filmen, mal gucken, wie es hier aussieht. Aber wie gesagt, man kommt ja nicht rauf. Nee. Aber gut. Das war auch eigentlich klar. Ja. Hätte mich gewundert, wenn. Baustelle halt. Naja. Ja. Das wünsche ich dir auch. Und komm sicher nach Hause. Danke dir, bis dann, wa? Mach's gut. So, Freunde, der war ja sehr korrekt. Wie gesagt, leider dürfen wir hier nicht rauf, war mir auch fast schon klar. Ja, Freunde, und ich fahre jetzt hier mal kurz runter. Werd mal checken, ob ich überhaupt noch recorded habe. ja, Freunde, und ich fahre jetzt hier mal kurz irgendwo rechts ran und werde wahrscheinlich den Akku mal wechseln, weil der wird wahrscheinlich schon runter sein. Das ist so, meine Lieben. Akku ist gewechselt. So, wir werden mal nochmal kurz den Kahn hier vollhauen, weil das Ding ist schon auf Reserve, man weiß ja nicht, wann die nächste Tanke kommt, Leute. Also, jacken wir die Dicke mal voll. Läuft jetzt schon, ja. Die Säule, da wo das Motorrad steht. Ja, dankeschön. Das ist eine Kawasaki Z1000. Eine Kawasaki Z1000. Ja, die geht auch gut vorwärts. Dankeschön. Vor allem wie die aussieht, weißt du? Ja. Genau mein Stil, du siehst das, schwarz, schwarz. Ja. Aber, und das Design und Wahnsinn. Ja, danke. 143. Wieso? Nee, die ist, also der ist relativ kurz übersetzt, die schafft 254 so circa. Dann haut der Begrenzer leider rein. Ja, und wenn du da drauf siehst, hast du keine Angst? Nö. Bist du wahnsinnig? Man fährt ja, sag ich mal, relativ sachte. Man muss aufpassen. Es gibt Modelle auch von Kawasaki, die 300 schaffen. Aber die ist sehr kurz übersetzt. Und die ist halt auch ein Naked Bike. Die hat halt so kein Windschild. Das heißt, es ist abnormal windig. Wahnsinn.
Danke, freut mich. Ja, dann würde ich mal sagen, schönen Tag noch. Ich muss weiter. Bis dahin, ja, danke, ciao. So, Freunde, der war ja mal dieses andere Nice. Das war so der erste Typ, der mich, sag ich mal, richtig angesprungen hat auf meine Karre. Und ja, die dicke Bertha fühlt sich geschmeichelt. Die fühlt sich geschmeichelt, Digga. Ich habe mir mal gerade noch eine Red Bull gekauft. Die werde ich mir gleich irgendwo schön reinziehen. Deswegen, Leute, ich suche mir jetzt noch mal kurz einen coolen kleinen Spot. Ihr wisst ja, wie es läuft. Dann habe ich noch ein paar warme Worte für euch. Und dann ist das Video vorbei, Freunde. Und ja, also bis gleich. So, Freunde, wir haben unser finalen Ort erreicht. Ich stelle mich hier mal ganz kurz hin. Und dann habe ich noch die warmen Worte. Ah, Freunde, erstmal Visier hoch, Alter. Das ist heute echt schön warm. So, Leute, Video ist vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Das Werk ist cool. War heute eine coole Fahrt mal dahin. Interessant zu sehen vor allem. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Lasst mal ein Abo da, Digga. Und folgt mir auf Instagram, Freunde. Und jetzt neuerdings auch auf Facebook und Twitter. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Wird mich tierisch freuen, Leute. Ja, und in diesem Sinne, haut da rein.